Ich stehe hier im Bereich Hygiene und Schönheit und möchte die Heimsauna vorstellen. Eine Möglichkeit, auch zu Hause zu schwitzen. Und zwar legte man auf dem Boden eine Schutzfolie aus, stellte einen Hocker auf, in dem sich eine Heizung befand und um sich herum dann diese Schwitzkabine, die sich auch zusammenrollen ließ, um sie bequem im Schrank zu verpacken. Dann saß man natürlich drin, zog die Manschette rüber und der Kopf guckte raus. Und man hatte eine kompakte Kabine. Die Vorzüge der Saunagänge brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Natürlich ist es gut, um die Abwehrkräfte zu stärken und sollte gesundheitsfördernd sein. Aber im Begleitheft zu dieser Heimsauna steht auch der kosmetische Aspekt, spielt eine große Rolle. Und jetzt möchte ich gerne mal ein Originalzitat aus diesem Begleitheft hier zum Besten geben. Da steht drin: Für den Mann, aber noch mehr für die Frau ist wichtig, dass durch die verbesserte Hautdurchblutung Falten und Runzeln am Entstehen gehindert werden.